bin Maike Schade, ich bin 38 Jahre alt, Kunst- und Kulturvermittlerin. Ich bin seit über 20 Jahren im Graffiti-Bereich unterwegs und ich sehe einfach überall Wände und Möglichkeiten der Gestaltung. Die Idee ist immer mehr gewachsen, dass man einfach ganz tornisch mit diesen Bildern gestalten könnte, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Und so war das Rural Moral Kunstprojekt geboren. Kunst im öffentlichen Raum wirkt sich auf die Leute aus, die diesen öffentlichen Raum auch nutzen. Und ich bin der Meinung, dass das sehr positiv sich auf das direkte Lebensumfeld auswirkt. Ich glaube, die Leute haben mehr Selbstvertrauen und bekommen einfach einen ganz anderen Bezug zu ihrem direkten Umfeld. Das Projekt wurde in Tornisch-Uetersen und Heidgraben umgesetzt. 16 Künstler haben 15 Wände gestaltet. Das Oberthema für das Projekt war Natur, Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Über 80 Künstler und Künstlerinnen haben sich beworben und ihre Bilder zu diesen Themen entwickelt. Und wir haben eine sehr große Vielfalt an Stilen. Wir haben von Mosaikkünstlern über die klassischen Graffiti-Künstlern bis hin zum Packaging-Design, Illustratoren und Grafikdesigner. Alle Künstler und auch alle Adressen findet man auf der Internetseite ruralmoralkunstprojekt.de oder über den Instagram-Kanal auch ruralmoralkunstprojekt.